Ja, grüße dich, herzlich willkommen zu einer neuen 1 Minute Beweglichkeitsflow. Und heute werden wir einen Bereich deines Körpers lockerer machen, der sehr vernachlässigt wird. Neben deinen Füßen der am meist vernachlässigste Bereich, nämlich deine Wade. Aber die Wade ist halt wichtig, wenn du zum Beispiel Knieprobleme hast, dann sollte sie locker gemacht werden. Die Wade ist wichtig, wenn du Rückenschmerzen hast, sogar Nackenschmerzen oder Fußprobleme. Und da werden wir heute ansetzen und ich werde dir eine Übung zeigen, ja, die richtig gut tut. Und wenn du dann halt umherläufst, umhergehst, wirst du das auch merken. Wer profitiert davon? Alle Menschen profitieren davon, die viel gehen, die vielleicht Jobs haben, wo sie viel körperlich arbeiten. Menschen, die viel joggen. Jogger haben alle verspannte Waden und machen da nichts. Und deswegen kriegen sie dann auch sehr oft Verletzungen in der Achillessehne, haben Jogger sehr oft Probleme. Dann haben sie hier Entzündungen in der sogenannten Plantarfaszie oder auch Fersensporne. Und das hängt alles mit der Wade auch zusammen. Wade, Achillessehne sind immer im Zusammenhang zu sehen. Und jetzt mal als Frage, wann beugst oder zieht sich deine Achillessehne mal komplett hier zusammen und wann streckst du sie mal komplett und somit auch deine Wade? Das eher selten, ja? Und deswegen heute der Flow, um da Abhilfe zu schaffen. Ich bin übrigens der Tobias von deine-fachsie.de. Das ist die Methode für mehr Lebensqualität. Und wenn du auf der Suche nach Übungen bist, die dein Leben bereichern, dann bist du hier genau richtig und ich zeige dir jetzt ja, die magische Übung. Und am Ende, nach der Übung, habe ich noch was Neues anzukündigen, also unbedingt dranbleiben, weil es könnte sich für dich bezahlt machen und lohnen. Und du hast auf jeden Fall dann einen richtig genialen Mehrwert daraus. Aber so, jetzt geht es jetzt erstmal los. Und zwar, du stellst, ich zeige jetzt mal von der Seite, du stellst ein Bein nach vorne. Da ziehst du, ich mache mal auch hier meine Hose hoch, damit du alles hier auch siehst. Jetzt ziehst du die Fußspitze nach oben und ziehst erstmal nach unten. Da merkst du hier schon Zugdruck. Wichtig, die Fußspitze ziehst du maximal hoch und dann wippst du nochmal rein. Und jetzt nimmst du deine Hände und drehst sie rein und raus und wippst immer Richtung Fuß. Und wenn du das machst, merkst du, dass es unterschiedlich, sehr unterschiedlich in deiner Wade zieht. Und das ist halt das, was ich halt meinte mit verschiedenen Faszienverläufen, die wir auch in der Wade ansprechen müssen. Es reicht halt nicht, einfach hier so eine Wade zu dehnen oder halt hier diese Geschichte zu machen. Das reicht nicht aus, um komplett deine Wade, ja, die Verspannung, die da drin sind, zu lösen. Weil letztendlich ist es die fasziale Struktur, die die Wade sehr einhängt, somit auch die Venen und Blutgefäße. Ja? Und deswegen wichtig, musst du sie komplett frei machen. Und das war noch nicht alles. Also erstmal Fuß hoch. Und jetzt, ich sag immer, wie so ein Kind, Kinder probieren sich aus. Probierst du jetzt mal hier aus, die Hände ein bisschen zu drehen und dann auch den Fuß mal so ein bisschen, quasi nicht nur gerade hochzuziehen, auch mal so ein bisschen einzudrehen, hochzuziehen und dann halt hier zu spielen, während wir das machen. Ja? Das machen wir jetzt 30 Sekunden auf der Seite, 30 Sekunden auf der Seite. Ich habe heute mal leider wieder meine Uhr vergessen, also ich werde es nach Gefühl machen, aber ungefähr. Ja, haut das hin. Hab ja schon ein gutes Zeitgefühl. So, ich fange jetzt mit der linken an, weil ich mit der rechten schon gut gearbeitet habe. Und dann die andere Seite. Okay, bereit machen und Fuß und los geht's. Siehst du, wie ich das mache, da kannst du auch also maximal hier hochziehen und auch wichtig für die Füße. Aber immer schön gestreckt lassen, Knie und Fuß maximal hochziehen, dass die Achillessehne richtig lang gezogen wird. Okay. Einmal Wechsel. Immer schön atmen und so weit ziehen, wie es geht. Und dann merkt ihr schönen Zug in der Wade. Und
locker. So, geschafft. Und jetzt machst du mal Folgendes. Du läufst jetzt mal hier hin und her und dann merkst du, dass sich das richtig toll anfühlt, wenn du gehst. Und diese Übung solltest du auch mit Fußübungen kombinieren. Weil Verspannung in der Wade, habe ich am Anfang erwähnt, entstehen halt, wenn deine Plantarfaszie nicht richtig funktioniert, wenn deine Achillessehne nicht richtig belastet wird und somit halt, wenn deine Füße nicht richtig trainiert werden, weil die sorgen dafür, dass das alles richtig benutzt wird und nicht nur in Teilen benutzt wird. Weil das ist ja immer unser Problem, dass wir unseren Körper nur in Teilen benutzen und nie in der Ganzheitlichkeit und nie in der funktionellen Anatomie der Gelenke. Wir benutzen die meisten Gelenke immer nur in Teilbereichen und das führt dann halt zu Problemen. Grüße dich, da bin ich wieder. Leider war mein Speicher von der Kamera voll, das hatte ich nicht mitbekommen, deswegen musste ich diesen Abschnitt jetzt immer neu machen. Also es ging um Ganzheitlichkeit. Ich habe dir erklärt, dass es wichtig ist, halt seinen Körper, seine Gelenke in Ganzheitlichkeit halt zu belasten und auch zu befreien. Und deswegen biete ich dir folgende Möglichkeit an. Wenn du deine Probleme in den Griff bekommen möchtest, dann ist es wichtig, dass du da ganzheitlich rangehst. Und vor allem nicht nur die Symptome bearbeitest, wo du das Problem hast, sondern zu schauen, wo kann das herkommen? Also warum hast du gerade Probleme mit dem ISG-Bereich? Warum hast du Nackenschmerzen? Warum hast du Fußschmerzen oder auch Knieschmerzen? Und da biete ich dir folgende Möglichkeit an. Ich biete dir eine Haltungs- und Bewegungssession an, mit mir zusammen live per Videotelefonie. Also du musst damit einverstanden sein, dass wir über WhatsApp, Skype, was auch immer, da gibt es ja so viele Möglichkeiten mittlerweile. Und da werden wir eine Session machen, wo ich mir ganz genau deine Haltung anschaue, dein Gangbild anschaue und mir deine Beweglichkeit anschaue. Und daraufhin werde ich dir die Übungen zeigen, wir werden zusammen trainieren, die wichtig für dich sind, sodass du mehr Lebensqualität erfährst. Und das wird dann passieren. Und das Ganze kostet dich überhaupt nichts. Ich biete dir das komplett kostenfrei an. Was musst du dafür tun? Du musst mir eine E-Mail schreiben an tobias@deine-faszien.de und da schreibst du einmal rein, wie deine Situation gerade ist, was für Probleme du hast und vor allem drei Tage, also drei verschiedene Tage mit verschiedenen Uhrzeiten, wo du Zeit für dieses Telefonat hast. Und dann werde ich mich daraufhin zurückmelden und werde dir schreiben, wann wir das dann machen werden. Und die Uhrzeit nennen. Einen von diesen drei Tagen werde ich dann auswählen, werde das mit meinem Terminkalender abchecken und dann schauen, wo bei uns dann der Schneidepunkt ist, sodass wir dann zusammen telefonieren können. Also, wenn du das möchtest, dann schreib mir jetzt eine E-Mail und ich werde auf jeden Fall mich melden bei dir und ja, den Termin ausmachen. Also, dann wünsche ich dir heute noch viel Spaß. Mach einen dicken, fetten Daumen nach oben für diese Übung. Sie ist genial, sie macht richtig Spaß und sie bringt dir halt auch enorm viel, weil die Waden, wie gesagt, sollten schon befreit werden, weil die dafür sorgen, dass dein Blut wieder richtig zurückfließen kann. Und wenn die halt sehr verspannt sind, dann schließen die Venenklappen nicht mehr richtig und dann ist der Blutfluss gestört. Aber das habe ich dir im Video erklärt, das möchte ich jetzt nicht nochmal tun. Deswegen Daumen hoch machen. Kanal abonnieren, wenn du nicht getan hast und Video teilen mit Freunden, Bekannten und Menschen, die dir wichtig sind. Und wir sehen uns am Sonntag, wenn ich dann live gehe und dich beim Eisbaden mitnehme. Bis dahin. Ciao, dein Tobias.